القرآن إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Der Tod, von dem wir alle wegrennen, sagt uns Allah Ta'ala, es wird uns treffen. Heute verabschieden wir uns von einer unserer Schwestern. Allah Ta'ala möge ihr reichlich Gnade gewähren. Wir versammeln uns alle hier und ich bin sicher, dass viele von uns die Schwester nicht persönlich kennen. Aber uns versammelt hier das Wort La ilaha illallah. Es gibt keine Gottheit außer Allah. Und Muhammad ist sein Gesandter. Das ist, was uns hier versammelt. Das ist, was uns dazu bringt, dass wir die Schwester bis zu ihrem letzten Geleit begleiten. Und inshallah, wenn wir sie verlassen, und sie wird es spüren, wenn wir sie verlassen, wird sie nicht alleine sein, sondern es wird sie begleiten, ihr Handeln, Al-Amal, das, was sie gemacht hat, fi sabilillah ilaha illallah. Denn, wie wir wissen, die Schwester rahimahullah, sie war vermögend und hat fi sabilillah viel ausgegeben. Das, was sie fi sabilillah ausgegeben hat, das gehört ihr, obwohl andere davon profitieren. Deshalb, liebe Geschwister, in diesem Moment müssen wir uns an eine Sache erinnern. An das, was unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا. Es genügt für den Tod als Ermahnung. Ermahnung für wen? Nicht für unsere Schwester. Sie ist bei Allah Ta'ala. Und inshallah wird sie mit reichlich Gnade begnadet von unserem Herrn. Es ist eine Ermahnung für uns, liebe Geschwister. Für uns. Für jeden von uns. Dass jeder von uns sich die Frage stellt heute, ich werde hier liegen. Es wird nicht lange dauern. Vielleicht ein Tag, vielleicht ein Monat, vielleicht ein Jahr, vielleicht 10 Jahre. Aber wir werden hier liegen. Und dann muss man sich die Frage stellen, lohnt es sich, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala vergessen, dass wir uns nur auf dieses Diesseits, auf diese Dunya ausgerichtet sind? Lohnt es sich? Liebe Geschwister, wir sehen hier unsere Schwester, die nimmt nichts mit, außer 2 Tücher. Die kosten vielleicht 10 Euro. Alles andere bleibt da. Lasst uns ermahnen. Lasst uns ab diesem Moment Allah subhanahu wa ta'ala versprechen, dass wir einen neuen Weg einschreiten. Einen Weg zu Allah ta'ala. Ein neues Lebensstil leben. Dass wir wahrhaftig sind. Dass wir uns kümmern um unsere Kinder, um unsere Familien, um die Muslime, um die Angelegenheiten der schwachen Menschen. Lasst uns jeden Tag uns daran erinnern, habe ich heute etwas Gutes getan? Oder ist mein Tag so vergangen, sinnlos? Denn wie Ali radiallahu anhu sagt, man tasawa yawmahu fahuwa maqbun, wenn 2 Tage vergehen, die, wo du gleich bleibst auf dem gleichen Stand, wo du nicht darum dafür sorgst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir noch mehr Vergebung gibt und noch mehr Hasanat gibt und mehr Gnade gibt, dann hast du dich selbst betrogen. Liebe Geschwister, der Tod ist
diesen Platz verlassen habe, Allah Ta'ala ein neues Versprechen geben, dass wir auf seinem Weg bleiben wollen, dass wir unsere Verfehlungen bereuen und eine Erinnerung an die Kinder der Verstorbenen und seit ihrer Familie. Es nützt ihr nur Dua, macht viel Gebete für sie. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Mensch stirbt, geht sein Handeln zu Ende. Außer in drei Angelegenheiten und eine davon, wenn man Kinder erzogen hat, die für ihn Dua machen. Und die Sadaqa Jariya, eine dauerhafte Spende. Und die Schwester hat alhamdulillah zwei davon hinterlassen. Mindestens eine Spende von dauerhaftem Charakter, was sie bisher in den Jahren gespendet hat. Und das zweite, zumindest kenne ich von ihren Kindern zwei, die alhamdulillah auf dem rechten Weg sind. Und die anderen, gehe ich davon aus, die kenne ich nicht, die für sie Dua machen. Lasst uns, liebe Geschwister, auch so denken, dass wir auch sowas hinterlassen können. Sadaqa fi sabilillah und Kinder, die für uns Dua machen, dann sterben wir und Allah Ta'ala wird uns in seinem Paradies und in seine Gnade inshallah erhöhen, ohne dass wir etwas tun. Und deshalb, das, was der Schwester wünscht, sind zwei Dinge. Viel Dua. Macht viel Dua für die Schwester aus eurem Herzen. Und Sadaqa fi sabilillah. Denn wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Sadaqa löscht die Verfehlung, die Sünde, wie das Wasser das Feuer löscht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihr reichlich Gnade gewähren. Amen. Ya Allah, ya Arham al-Rahimin, ya Rabb al-Alamin, sei unsere Schwester gnädig. Gewähre ihr die Gnade. Nimm sie auf. Nimm ihre Handlungen an, ya Allah. Lasse sie eintreten in dein Paradies, ya Allah. Ya Arham al-Rahimin, ya Rabb al-Alamin, gewähre ihre Kinder und ihre Familie viel Geduld und viel Standhaftigkeit, ya Allah. Wa subhanakallahu wa amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Нет, это не так.